So, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Ab in die Arena heute. Okay. Ach, er schon wieder. Na dann. Versuchen wir uns mal in der Arena herauszufinden. Mit. Ach so, ich dachte, es sei Fern. Sieht ähnlich aus. Florinia ist das. Willkommen, welcome, Max. Your assistance in Meteor-related affairs is appreciated. However, that alone fails to merit the appropriation of badge. In order to determine eligibility for badge ownership, is further trial is required. Do not mistake the imperial application of the these tests as unthankfulness. Gott, in Englisch reden. Jetzt hier. Gute Güte, dafür bin ich nicht fit. It is simple produce accordingly. Let us begin. Okay, also unsere Sachen, die wir für die beim Schurkenteam gemacht haben, werden gewürdigt. Das reicht nicht aus. Wir müssen für den Orden. Wir müssen natürlich noch die Tests bestehen. Students, please take notes on standard battling procedure. The demonstration will commence. Hypothesis. Subjects place insufficient data for conclusive success. Expected outcome failure. Aha, jetzt kämpfen wir erstmal. Okay, sie geht davon aus, dass wir verlieren. Na, das werden wir ja sehen. Jetzt schon der Arena-Kampf. Ich dachte, wir machen. Achso, stimmt, die Quizfragen haben wir im letzten Part gemacht. Jetzt ist hier der Arena-Kampf. Natürlich Level 22. Mal schauen, wie wir da durchkommen. Den Pflanzen-Pokémon, das könnten wir mit unserem Feuerstarter. Und wir gute Chancen haben. Ich weiß nicht, ob ich den direkt einsetzen will. Versuch es erstmal mal noch mit Max. Oh, das bringt auch was. Na komm, vielleicht hält der ein bisschen was aus. Das ist immerhin auch Level 22. Ah, sehr schön. Das ist Pokémon da unten. Oha, fast nächstes Level. Das hat viele Erfahrungspunkte gebracht. Sind ja Level 22. Dann könnte das gut sein. Okay, das hat nicht so viel gebracht. So. Okay, hat sich selbst geschadet. Vielleicht bringt Quick Attack ein bisschen mehr. Nicht wirklich. Sandsturm. Oh je. So, ich werde mal direkt Pokémon wechseln. Ich versuch's mal mit und Radiox. Okay. Was zum Henker ist diese Attacke? Mit 5 Times. Na komm, lass was. Okay, hat keinen Effekt. Na, sehr schön. Wurde halt durch den Sandsturm zerlegt. Okay, das ist wahnsinnig ineffektiv. Wow. Mehr Schaden durch den
Das ist ja wahnsinnig bescheuert. Na toll. Geht's dann? Gut. Versuchen wir es mal mit dem Modi. Würde ich den jetzt hier nicht schon drauf gehen lassen, wir haben Sandsturm. Mach ich nicht das was. Sehr schön. Da waren es nur 4. Verdammt, Sandsturm. Ich hoffe, wir hätten das aus. Immerhin. Na komm. Mach einfach Drachenwut. Bis es nicht mehr geht. Ach du Scheiße. Jetzt hält sich das Ding noch. Brutal. Hat der Sandsturm keinen Einfluss auf sie? Was zum Henker? Diese Selbstheilattacken, das ist doch. Ach du Scheiße. Jetzt ist er komplett ge. Ach, oh, wie ich das hasse. Na was? Potent und in was passiert hier? Hat nicht geruhigt? Okay, wir sind am Arsch. Scheiße, Mann. Okay. Warum durch das Rot? Das ist down, okay. Sehr schön zu wissen, dass wir absolut nichts tun können. Wir brauchen Wasserbuch, meine YouTube-Pflanze. Die sind derbe am Arsch. Vor allem ohne Tränke und Beleber. Softened der Attack. Ja. Was haben wir denn noch so im Team? Typ Pflanze. Können wir mal versuchen. Typ Pflanze gegen Typ Pflanze. Hat bei der ersten Arena auch schon geklappt. Dazu müsste es mal überleben. Level 17. Ich habe keine Pflanzenattacken, das ist doch nicht wahr. Stimmt, ja. Das ist etwas erbärmlich hier gerade. Aber Flugattacken sind echt. Hier gerade nicht, aber beim ersten Pokémon waren die sinnvoll. Und hier, wenn er sich nicht geheilt hätte. Durch die Endattacke hätten wir es mit dem Modi auch geschafft. Tja, was soll ich hier noch machen? Das bringt das nicht gar nichts. Das ist ja erbärmlich. Ich gehe mein Wasser-Pokémon angeln. Ich habe keine Ahnung, wo wir das hinkriegen, wo wir es herkriegen können, aber wir haben einen Angel. Können wir mal irgendwie. Da gab es doch irgendwo einen verdeckten Fluss. Wir kommen dann später wieder. Können wir hier Pokémon fangen? Ach, mit R haben wir das. Oder nicht?
Okay, hier können wir es nicht nutzen. Mit dem sauberen Flickwasser. Können wir es hier irgendwo nutzen? Der war doch auch im Steg oder so. Hier können wir es nicht nutzen. Hier können wir. Ein Monster-Pokémon. Verdammt. Etwas angegriffen. Verdammt. Jetzt hätte ich hochziehen. Geht das, warum holt das ab? Ich hab's noch nicht ganz kapiert. Warum genau schwimmt das, war das, ist das weg? So machen wir das. Okay. Stymock, auch schön, aber so sieht es eher nach einer Wasser-Pokémon. Level 5. Ja, das können wir auch trainieren, aber wir haben keine Pokébälle dabei, was so ist. Ich besiege es einfach mal. Bringt ja nichts. Was? Als ob es das ausgehalten hat. Wie schwach ist die Attacke? Wir haben auch kein Geld. Pokébälle. 3 haben wir. Okay, es müsste reichen. Sind aber nur Slaymox drin oder was? Bisher habe ich nur Slaymox bekommen. Ich werde mal einen werfen. Also. Es ist auch nicht das übliche. Es kann ja keine Wasserattacken. Bringt nichts, da unsere Pokébälle aufzuspenden. Und was soll's, ich versuch's nochmal. Okay. Der Gift natürlich. Können wir den Pflanzen, können wir den Wasserattacken beibringen? Gift-Pokémon Slymog. Den Spitznamen kriegt das. Du willst es mal dem Team zuteilen? Ne, erstmal die Box will ich schicken. Dann gucken wir mal, was das hat.
dann nehmen wir wen aus der Pen Paper Gruppe wieder. Ja, es gibt wirklich Leute, die so heißen. Finde ich auch merkwürdig, also würde ich sich's merken. Was kannst du eigentlich? Interessant wäre halt, ob das Wasserattacken erlernen kann. Pfund. Ich glaube von Poison, ja, ich glaube so von sich aus ist da nicht viel. Wasser-Pokémon sind ja hier, da fängst du nur Slimox. Haben wir irgendwelche Items? Ne, haben wir nicht. Irgendwelche Wasser-Items. Wasser-Pokémon hier zu fangen dürfte halt schwierig werden. Wenn es gerne frisches Wasser gibt. Ich kann noch mal gucken, ob wir da drüben. Gab's doch irgendwo einen. Da waren wir noch an dem Steg. Können wir doch mal versuchen, Lots noch was zu fangen, da wo Rob bei war. Okay, hier können wir nicht angeln. Wo waren das noch gleich? War das nicht hier irgendwo? Hier auf keinen Fall. Hier kommen wir nicht ans Wasser ran. Ich würde mir jetzt wirklich erstmal. Ich würde gucken, ob ich da ein Wasserpokémon kriege. Ansonsten versuche ich es nochmal mit der Arena-Leiterin. Ist hier bestimmt nicht. Oder doch. Ja, genau, ich glaube, hier waren wir durch. Ging durch die Passage. Eine Pflanzenarena wäre halt Wasser sehr hilfreich. Genau, hier gab es noch den See. Das ist auch noch wieder Slimog. Irgendwie schon. Wir müssen noch mal abwarten, ob noch welche kommen oder. Das ist wirklich hier nur Slimog. Slimar, wenn ich mir nicht bin, dann ist hier. Dann macht das hier nicht wirklich Sinn. Hier kommen wirklich nur gute Schleim. Ja. Vielleicht gibt es auch eine kleine Chance, irgendwie einen Gyarados zu fangen oder so. Ich habe da was man zum Gyarados machen kann. Ja.
Sieht leider nicht so aus. In verseuchten Gewässern. Wir haben keine TMs, die für Wasser gedacht sind. Und ja, erlernen wird es dann wahrscheinlich kaum. Und selbst erlernen wird er keine Wasserattacken, auch wenn er im Wasser geschwommen ist. Und guck mal, Kampf. Okay, der hat jetzt nur. Jetzt nur diesen Grimmer. Den Grimmer. Aber was fürs Zampel. Angriffsversuchung. Nächstes unsere schwächsten Pokémon ein bisschen trainieren. Okay, wie hat er das gefangen? Lass mir das mal verraten. Da scheint es doch was anderes zu geben. Und das im Team hat. Da jetzt noch weiter zu gucken. Oh verdammt. Fünfmal um die Wette geschleudert, aber nur immer noch nicht tot. Swagger. Sieht leider nix. So weiter kämpfen. Mich würde interessieren, woher du das Wasser verbracht hast. Gibt es da eine Möglichkeit? Nope, was? Bin ich Level 20? Frustrierend. Fish Oats, das Nudge, Bit by Bit by Bit. Ich glaube nicht daran, dass das da nur Slime Ops gibt. Muss gleich mal googeln, aber wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann angeln wir heute wie wild. Dann gibt es nächstes Mal. Im nächsten Part machen wir dann nochmal eine Arena-Versuch. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie. Mit Taktieren und Plan. Pokémon, sag mir mal, Pokémon. Reborn. Wasser-Pokémon. Das ist nicht sehr hilfreich. Ich würde es noch ein paar Mal versuchen. Mal den Parts drauf verschwenden. Bisher deutet nichts drauf hin, dass wir hier eine Chance hätten.
Level 14, ich kann mal das Beste mitnehmen. Ich würde mal das trainieren. Oh, sehr schön. Noch ein Pokéball? Einen haben wir noch. Na komm, lass es klappen. Nice. Tori eine zweite. Mal was der so kann, vielleicht können wir das dann irgendwie hier. Können wir den mit in die Arena nehmen. Mud Slap, Poison Gas. Das, ja, nee. Tut mir leid, eigentlich ja nicht. Das sind natürlich doch schon die besseren Attacken. Ich glaube, mit ein bisschen taktieren und gucken wir noch, ob es trainieren könnte, das noch was werden. Ein, zwei Versuche würde ich hier noch machen. Das würde wieder ein Slimer sein, oder? Slime, ob keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Und Level 13. Wir müssen trainieren. Wir können doch in das Slime auch hier ein bisschen Training machen. Was kann die Attacke eigentlich? Ah, das kann sie. Bin leider nicht viel. Du musst nach vorne. Um die alle auf Level 22 zu kriegen, von 23, dann wäre es dann. Hätten wir ein ganz gutes Level. Zumindest keine Mutter Level 20 ist. Unser Pflanzen-Pokémon müssen wir noch ein bisschen trainieren. Trumpi. Dass du vielleicht nur eine Attacke kriegst oder so. Ein Poison auf. Ja. Katz wirkt was. Ich hatte so gerade die effektivste Attacke, die hier Prumpi hat. Das irgendwie. Das muss ich noch verbessern. Na komm, halt's aus. Das reicht noch nicht für Level 18. Okay.
Wir trainieren jetzt noch das Pflanzen-Pokémon. Der Arena gibt es nicht mehr, die haben das Erdbeben zerstört, was auch immer hier passiert ist. Wir haben ja heute einen Angelpart. Bis gleich noch bis zum Abbrechen. So schaut's halt aus. Was Slimer kommt, die macht auch nicht wirklich Sinn. Ist halt einfach. Dummerweise. Nicht wirklich die Attacken, die wir brauchen. Auch sonst nicht so wirklich die Attacken. Ist nicht so das Wahre. Dann müssen wir damit kämpfen. Oh wein. Na komm, das kriegen wir schon down. Der Mist. Herz noch. Na komm. Sehr schön. Level 18. Gut, das bringt jetzt hier nichts, da noch weiter zu fischen. Einen Versuch machen wir jetzt, wo ich aufgeben will. Das sehen Spiel eben nicht, dass jetzt noch was kommt. Ein letztes Slimog. Yep. Erfahrungspunkte. Ja, vielleicht kann ich auf Screen ein bisschen trainieren. So zumindest alle auf Level 23 zu kriegen. Dann ist das nicht langweilig für euch im Part, sondern kann ich hier ein bisschen Screen schon nehmen. Das mit Rap ist ein bisschen langwierig. Na komm. Yep. Es kann auch ein bisschen dauern. Ja, ich glaube. Ich mache offscreen mal ein bisschen Training und dann sehen wir uns im nächsten Part in der Arena wieder und dann machen wir noch ein Versuch, die zu besiegen, vielleicht mit ein bisschen Taktik. Kriegen wir das dann beim dritten oder vierten Versuch hin. Wie immer. Gut, na dann, bis morgen. Haut rein. Ciao.